Mein Name ist Thorsten Kienhofer, Geschäftsführer Container Terminal in Herne. Wir hatten natürlich heute Nacht einen sehr, sehr schweren Unfall. Also ein Zug ist auf einen anderen Zug aufgefahren, weil nach jetzigem Stand der Dinge die Bremse versagt haben. Also ein technischer Defekt. Der Lokführer hat noch alles Menschenmögliche versucht, den Zug zum Halten zu bringen. Das ist ihm leider nicht gelungen und hat dann geistesgegenwärtig für ihn natürlich absolut das Richtige getan und ist dann von der Lok gesprungen, um sich selber zu schützen. Und da kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Also der Mann ist wirklich ein Profi. Wir vermuten, dass die Bremsen versagt haben. Das wird aber in den nächsten Tagen durch Sachverständige, durch Experten untersucht werden. Aber Stand der Dinge jetzt, so auch nach Aussage des Lokführers, haben die Bremsen versagt. Wir müssen das untersuchen, warum das so war, wie das zustande kam und so weiter. Aber das werden die nächsten Tage zeigen. Ein Zug mit einer Lok vorweg ist auf einem bestehenden Zug, der im Containerterminal stand, aufgefahren, weil halt die Bremsen von dem Zug, wo die Lok vor war, versagt haben. Der ist aber noch ein dritter Zug beeinträchtigt, wenn er den Stunden. Ja gut, der ist natürlich beeinträchtigt, deshalb durch den Auffahr ist natürlich der ein oder andere Trailer halt aus der Verankerung gesprungen und dann auf den anderen stehenden Zug gefallen. Das ist natürlich klar, durch die Wucht des Aufpralls gab es natürlich weiteren Sachschaden. Wir warten jetzt natürlich auf die DB, die schickt jetzt einen Aufgleistrupp. Das heißt, das muss natürlich geborgen werden. Sie haben ja das Fiasko gesehen. Das wird sicherlich auch noch Tage dauern, bis alles aufgeräumt wurde. Da muss untersucht werden, ob die Schiene in Mitleidenschaft gezogen wurde, ob die Kranbahn, der Kranverkleidung in Kranbahn, ob die in Mitleidenschaft gezogen wurden, ob die Schwellen noch in Ordnung sind und alles, was da so zugehört, das wird die nächsten Tage halt untersucht. Dann schauen wir mal und hoffen wir, dass es bald weitergeht. Sie haben ja selber gesehen, was das für ein enormer Sachschaden sein wird. Also ich gehe davon aus, dass es Minimum siebenstellig sein wird. Und der Ausfall des Containerterminals und der Van Einer Eisenbahn kommt natürlich noch hinzu, weil wir können im Moment ja nichts machen. Das heißt, unser Tagesgeschäft fällt im Moment weg und wir hoffen, dass wir so schnell wie möglich weitermachen können. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass den Mitarbeitern nichts passiert ist. Als ich heute Nacht informiert wurde, dass es zu einem schweren Unfall kam, ist die erste Frage immer, ist ein Mitarbeiter was passiert? Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass dem Mitarbeiter was passiert wäre. Dementsprechend der Sachschaden ist erstmal völlig unwichtig. Entscheidend ist, dass es den Mitarbeitern oder allen Mitarbeitern gut geht. Und das ist das Allerwichtigste bei so einem Unglück.